Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, der Herbst ist da, unsere Gute schon immer noch am Pennen, schon wieder mal. Und wie ihr sehen könnt, wir sind sowas von überladen, ich bin rappelvoll. Ich hatte ja gesagt, ich werde noch ein bisschen Material zusammenfarmen. Und dementsprechend lasst uns mal gucken, dass wir mal zum Materiallager da hinten schleichen. Und den ganzen Kram loswerden, damit wir uns auch erstmal wieder vernünftig bewegen können. Und dann schauen wir mal weiter. Und vor allem, dann gehen wir, ja, ich würde sagen, gehen wir nochmal kurz bei den Feldern gucken. Ob da alles, die werden Dünger brauchen, ne? Heißt, wir müssen nochmal Dünger kaufen gehen, so wie es aussieht. Und, irgendwas hatten wir vor, ne? Jetzt muss ich selber, wir gucken gleich mal. Erstmal hier Inventar leer machen. Gucken, dass der ganze Kram hier ins Lager kütt. Im Schneckentempo. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Truhe auf. Ah ja, stimmt, ich habe unterwegs noch ein bisschen Kram gefunden. Oder hatten wir das zusammen? Boah, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, den habe ich ohne euch noch gefunden, den Kram. Den können wir noch schön verkaufen. Hier, Brennholz habe ich auch noch gefunden. 133 Brennholz, sehr gut. Die Federn können rüber, natürlich. Den Stroh werden wir verkaufen, das auch. Hier, Holzstämme noch 12 Stück rüber. Der Wein wird auch verkauft, die Metflaschen auch. Stöcke können rüber, das Stroh auf jeden Fall rüber. Verdorbenes kann rüber. Wieso habe ich 4 Verdorbenes? Hatte ich irgendwas nicht aufgegessen? Na, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Verdorben ist verdorben. Ja, den Rest können wir dann verkaufen. So, wir können uns jetzt auch wieder frei bewegen. Dann lasst uns mal ganz schnell zu den... Da waren sie, zu den Feldern hochgehen. Ja, was heißt Feldern, ne? Wir haben ja eh nur ein... Ne, stimmt, 2. Ach ja, stimmt, ja, wir müssen auf jeden Fall das eine Feld hier jetzt umändern. Da ist ja auch mal ein bisschen das fertig geworden. Gemüse wieder und hier. Steinsensen hatten wir, glaube ich, schon hergestellt, ne? Hätte ich jetzt eben direkt gucken können, naja. Gut, komm, dann lass uns schon mal hier ein bisschen Gemüse einsammeln. Gibt auch noch ein paar Punkte dann für uns, dass wir in der Skillung weiterkommen. Und dann wären wir ja theoretisch... sehen, also wir müssen ja fertig sein mit dem Sammeln, bis die anfangen mit dem Arbeiten. Dann müssten wir ja theoretisch direkt sehen, ob die da aufs andere Feld gehen und mit der Sense arbeiten. Das heißt, wir müssen, was haben wir denn jetzt? Hafer war es, ne? Hafer, ja. Das heißt, wir müssen dann Roggen anbauen. Dürfen wir nicht vergessen, ganz wichtig. Muss ich auch nochmal gucken gehen, wie viel Roggen, oh, da kommen sie, wie viel Roggenkörner wir auf Lager haben. So, das haben wir alles. Wenn wir jetzt Steinsense auf Lager haben, müsste theoretisch einer hier als Ernten kommen. Da hatten wir ein 5x5 Feld, das heißt, wir würden 25 Körner brauchen. Dann lasst uns das mal eben schnell ins Lebensmittellager bringen. Da müssen wir hin. Weiß auch gar nicht. Können wir direkt mal gucken, wie viel überhaupt noch drin ist. Ja, nicht viel. Ein paar Karotten. Die Eintöpfe sind schon alle verballert. Krasse Sache. Bären ist noch ein bisschen da. Gebratenes Fischfilet und Fleisch noch ein bisschen. Fast alles weg. Krasse Sache schon wieder. So, 51 davon und 155 Kohl. Sehr gut. Rote Beete noch. Und dann haben wir es. Wir könnten da eigentlich auch das eine Feld komplett auf Möhren und Rot und Kohl umstellen. Ne? Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen. Dann haben wir auch mehr Nahrungsmittel, was wir dann auch mit dem Fleisch wieder verballern, also als Eintopf und Suppe da machen können dementsprechend. So, jetzt lasst uns mal eben noch die Samen rüber tun. Und da rote Beete, das war's, glaube ich. Ja. Und dann mal eben gucken, Hafer hatten wir Roggen, so Roggen sind wir dran. Rogge, Rogge, Rogge. Da, 7, ja, ist ja nicht viel. Ein 5x5 Feld war es. Heißt 25, 18 Roggenkorn würden uns noch fehlen. Müssen wir 18 Roggenkorn holen. Und garantiert halt auch. Na, warte mal, verdorben. Das gehört ja gar nicht hier und das gehört ins Lebensmittellager. Und garantiert halt auch Dünger dann, ne? Ja. Dünger haben wir auch keinen. Okay. Also das heißt, wir müssen wieder Kohle ausgeben.
Dann lass ich mal eben noch das Verdorbene hier ins Lebensmittellager tun. Dann habe ich gesehen, wir haben noch ein Säckchen im Inventar. Das ist sehr gut. Das werden wir jetzt gleich direkt mal auswählen. So, Verdorbenes hier rein. Ey, 13. Das heißt, wir können einmal Dünger herstellen. Wahnsinn. So, nee. Erst Inventar. Säckchen, wo ist es denn? Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Säckchen auf die 5. Dann gucken wir mal eben. Feld. Nee, da ist gar nichts jetzt. Okay. Dann müssen wir nicht ganz so viel Dünger kaufen. Wir müssen nur für den Roggen. Und Weizen wäre dran. Aber nee, wir müssen Roggen jetzt haben. Also 25. Nee, was haben wir gesagt? 18 Dünger holen. Nee, 25 Dünger und 18 Roggenkorn. So rum. Oh Mann, ey, da wird der Dagobert sich wieder freuen. Aber wir haben auch ein paar Sachen zum Verkaufen. Ach ja, jetzt haben wir gar nicht geguckt. Sind die am... Ja, sind am Ernten. Okay, gut. Wir haben Steinsense auf Lager. Sehr gut. Das heißt, die sind das fleißig am Abbauen. Dann würde ich sagen, lasst uns doch mal direkt zum Dagobert laufen. Der wird sich dann wieder freuen. Ach, Pilze, ne? Wir müssen noch den Kräuterkündler hier... Wo ist er, der Gewinnung, ne? Ja. Kräuterkundler. Umstellen. Beeren gibt es ja jetzt nicht mehr. Das war nur im Sommer. Können wir das wieder komplett runterfahren. Dann soll er noch ein paar Pilze sammeln. Hauptsache es kommt irgendwas zu futtern rein. Dass wir einfach immer auf Nummer sicher sind. Ich speise Morschel nicht. Der kann verzehrt werden. Okay. Ich glaube der war gut, ne? Birkenmilchling. Mach mal 25%. Den machen wir auch mal 25%. Mach mal den hier 25%. Und dann gucken wir mal. Den Fliegenpilz definitiv nicht. Edelreizer weiß ich nicht mehr. Aber der hier, der war auch gut. Machen wir den auch noch 25%. Dann kommen wenigstens noch ein paar Pilze nebenbei rein. Noch ein bisschen Nahrung. So, ja, genau. Wir sind richtig. Denika war noch eine Quest. Ach ja, stimmt, genau, da mussten wir ja hin. Wir hatten ja mit dem Typen gesprochen, der den Trank ja falsch eingenommen hat. Und dann können wir jetzt mit der Kleinen da wieder reden, mal gucken, was die zu erzählen hat. Das heißt, wir machen auch noch direkt einen Abwasch, das ist sehr gut. Heißt, mit dem Mädel reden, Dünger kaufen und Roggenkorn. Ich würde sagen, wir gehen erst beim Dagobert verkaufen und dann kaufen und dann zu der Kleinen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Falls sie uns nämlich direkt wieder irgendwo hinschickt, dann können wir noch schnell den Krempel beim Dorf abgeben. Beziehungsweise ins Lager schmeißen, dass die da weitermachen können. Und dann können wir uns eventuell direkt um die Quest kümmern. Ja, Razimir ist gut. Ich weiß, du hast null Ausdauer. Du bist nichts gewohnt, aber wir müssen halt ein Stückchen sprinten. Ne? Ich möchte nicht so viel Zeit verlieren unterwegs. Und ich denke, wie eben gesagt, wir werden das große Feld noch umstellen, dass wir nur Möhren und Karotten darauf... nur Möhren und Karotten, ist klar. Nur Karotten und Kohl anbauen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Du darfst mir erstmal ein paar Sachen abkaufen. Also haben wir mehrere von, sehr gut. Hier den Strohhut kannst du mir noch abkaufen. Die Haferschale. Kirschwein. Die Metflaschen. Haben wir noch mehr? Hier Weinflasche. Das war es aber jetzt, glaube ich. Ja, sind wir schon wieder bei 2400 Talern. Sehr gut. So, ich brauche Dünger von dir. Und zwar, was haben wir gesagt? 25. Her damit. Und ja, genau, Roggenkorn war es. Da hatten wir 18 gesagt. So, wo... Na? Da. Rogge. Na, 18, 135, das geht ja noch. Komm, wir machen mal auf Sicherheit 2 mehr. 150. Sind wir noch bei knapp über 2000 Taler, das passt.
So, Goodbye. Lebe wohl, Dagobert. Wir werden uns wahrscheinlich dann im Frühling spätestens wiedersehen. Ah ja, Moment, hier. Mit ihr müssen wir noch reden, die Kleine. Und? Es war alles nur ein Missverständnis. Hier ist die Bezahlung für den Trank. Sorry. Am Ende bist du doch nicht vollkommen nutzlos. Bist ja sogar gerade noch rechtzeitig gekommen. Du Schnecke. Okay. Ich bin gerade dabei, von hier zu verschwinden. Hä? Wohin? Ich verlasse dieses Tal. Ich bin einfach über diesen albernen kleinen Ort hinausgewachsen. Es gibt anderswo wichtigere Geschäfte zu tätigen. Hey, was ist mit unserer Abmachung? Ich erinnere mich, ich kaufe alle dämliche Figuren, die du hast. Großartig. Für eine Münze pro Stück. Eine Münze, das ist unerhört. Du hast mich reingelegt. Wir hatten keinen Preis ausgemacht, du Strohkopf. Das ist mein Angebot. Nimm es an oder lass es sein. Du machst es besser auf dem Weg, Kleine. Hey, das wäre ein Taler gewesen. Ratzimir, sei doch nicht so. Ein Taler ist ein Taler. Okay, also ist die Quest jetzt verschwunden mit ihr? Mal eben gucken. Ach ja, das war die Königsquest, wo wir eh nicht auf die Reihe kriegen werden. Dann die Armbrust. Ah, da müssen wir ja auch noch. Sorge Armbrust. Was war denn da nochmal los? Ja, das muss ich mir später angucken. Kehre zu Sambor, ja, ist klar. Und, ach ja, mit Alvin müssen wir auch noch reden. Ach stimmt, der möchte ja das nächste Duell machen. So, da haben wir jetzt gerade keine Zeit für. Wir müssen erstmal wieder nach Hause. Edelreizer. Dann kann ich eben nochmal gucken. Edelreizer, was war hier? Riesenschirmling. Auch Edelreizer, Edelreizer. Sonst haben wir jetzt hier gerade keine anderen. Ob die auch wirklich essbar sind, wisst ihr? Weil wenn wir die jetzt eh sammeln lassen. Riesenschirmling, ja. 0% Vergiftung, das geht. Und da, Edelreizer. Ja, das gleiche, komm. Ist auch machbar, okay. Kann man wunderbar essen. Die kann unsere Kräuterhexe also weiter sammeln. Hat man noch Riesenschirmling, Edelreizer. Dann diesen Röhrending, ne? Und den anderen weiß ich gar nicht mehr, was wir am Sammeln. Egal. Das wird schon richtig sein, was ich gemacht habe. War ja, ich meine, nur der Fliegenpilz und noch ein anderer, der giftig war. Was haben wir da? Ne, den hatten wir gerade schon. Müsste richtig sein, was ich eingestellt habe. Ansonsten schreib es in die Kommentare. Dann kann ich es nochmal umändern. So, Ratzimir muss wieder durchatmen. Wir sind, ja, ein bisschen weiter links, aber auf dem richtigen Weg. Dann können wir schnell... Ah ja, wir müssen das Feld noch umändern dann, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen ja noch einstellen, dass sie dann den Roggen auch anbauen. Was haben wir da? Edelreizer. Riesenschirmlinge. Ne, das hatten wir ja schon. Steinpilz. Den gucken wir uns auch noch eben an. Ich glaube, den sind wir ja auch am Abbauen. Am Ernten lassen. Ja, macht das gleiche. Passt auch. Steinpilz nochmal. Edelreiz. Ja, das passt schon. Das wird schon stimmen, was wir gemacht haben. So, dann lasst uns mal eben die Sachen hier ins Lager schmeißen. Dünger. Und Roggenkorn. Dann können wir nämlich das andere Feld noch hier, wie heißt es? Da. Ja, einstellen. Pflanzenart ändern. Da muss jetzt Rogge drauf. Bestätigen. Dann können wir bald unser Tierfutter herstellen und die Hühner holen. Und uns langsam dann um... Ja, bevor ich jetzt Verkehrtes sage, um die Schweine kümmern. Wo war das denn? Der Schwein... Ja, doch, Schweinestall haben wir fast. Der Schweinestall ruft. Boah, das heißt, wir brauchen auch jede Menge Kohle dann. Ah, Dünger hätte ich selber machen sollen, ne? Die werden jetzt wahrscheinlich... Oder? Ah, ist das falsche Feld am Düngen. Oder ist er jetzt... Ne, da ist doch schon gedüngt. Ist der Samen am Machen? Ne, der ist weiter am Düngen. Mist. Shit. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen den Dünger aus dem Lager holen. Wir müssen selber düngen. Die sollen ja nur das eine Feld düngen. Das heißt, wir müssen... Ah, Mann, das geht jetzt... Oh, ätzend, ätzend. Da ist der Eingang. Das heißt, ich muss dafür nochmal neuen Dünger holen gehen. Na, klasse. Dünger. Warte, nur noch... Boah. Wie viel Dünger haben die denn direkt verballert?
Haben wir den. Ja, Sack haben wir noch ausgewählt. Dünger. Ach Mist, da hätte ich aber auch selber dran denken können, ne? Das ist jetzt wieder Kacke. Naja, nützt ja nichts. Dann machen wir das eine Feld hier eben selber. Auch wenn der Razzi mir wieder keine Ausdauer hat. Oh, da hat sie auch schon. Oh, die war aber ganz schnell mit dem Düngen gewesen. So, theoretisch fehlt jetzt ein oder zwei Dünger. Je nachdem, wie schnell der andere da war. Was natürlich jetzt nicht so cool ist. Das heißt, den müssen wir dann nochmal... Ja, den werde ich separat im Offscreen dann holen, die ein, zwei Dünger. Nützt ja alles nichts. Ja, Roggen funktioniert. Ach, doof, ey. Ja, das ist... Da müsste man, kann man das irgendwie Priorität einstellen, welches Feld zuerst gedüngt werden soll? Das wäre natürlich auch nicht verkehrt, noch sowas zu haben als Einstellung. Vor allem, wenn man halt Düngermangel hat. Werden wir ja wahrscheinlich später nicht mehr haben, wenn wir dann die Schweinchen haben, aber... Wäre nicht verkehrt, wenn man sowas einstellen könnte, ne? Welches Feld Priorität hat. Und das war's. Da fehlen schon noch ein paar mehr. Eins, zwei. Ich würde sagen drei, ne? Drei, vier Dünger fehlen. Ja, den werden wir dann noch neu holen müssen. Mann, nur weil du zu schnell warst. Mann. Verdammt. Das ist natürlich jetzt nicht aufgegangen. Egal, dann werde ich das, wie gesagt, im Offscreen machen. Das Feld, das möchte ich aber noch umstellen eben. Das soll jetzt nur noch, wie heißt es, Kohl und Karotten. Das macht mehr Sinn. Weil da machen wir ja auch die, wie heißt es, die Eintöpfe oder Suppen draus. So, wir brauchen Kohl. Die ganze Reihe hier noch. Und dann würden wir Karotte brauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir halb, halb. Passt. So. Haben wir das schon geregelt. Wir haben das gemacht. So, dann gucken wir jetzt nochmal in die Quests eben rein. So, das Alvin möchte das Duell noch machen. Kehre zu Sambor zurück. Stimmt, wir hatten ja mit der Kleinen gesprochen. Jetzt muss man nach Sambor zurück, genau. Wir müssen den Quacksalber aus dem Dorf bringen. Ach ja, genau, und sie wollte Fischfilet und dann bekommen wir die Stimmt, Lager, Fischfilet. Haben wir Fischfilet? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Da hatte ich ja alles verbraten gehabt. Nur Fleisch, na toll. Kein Fischfilet, Mist, ey. Mist. Müssen wir mal eben gucken, ob ist hier überhaupt noch Fisch am Fischen? Kein Werkzeug. Fischbär, ja. Der Fischbär ist quasi leer. Was brauchte man denn für einen Fischbär nochmal? Müssen wir mal eben gucken. Da brauchte man, glaube ich, diesen Faden für, ne? Da, Schmiede, glaube ich. Das heißt, wir müssen eh nochmal nach Denika laufen dann. Stein, Holzwaffen, glaube ich, ne? Holzspeer? Nee. Wo war das denn gewesen? Wo war denn gewesen der Fisch? Da, Fischbär. Ist auch noch gar nicht frei. Doch, ist wohl freigeschaltet. Ein Leingarn. Ein Holzstamm, ein Stein, ein Leingarn. Ja, der blöde Leingarn. Ja, müssen wir mal... Okay, dann gehen wir nochmal eben. Obwohl, kann man da Fischfilet kaufen? Wahrscheinlich. Obwohl, er war ein Essensfuzzi, ne? Ich meine, wir müssen ja auch noch Dünger holen. Ja komm, nützt ja nichts. Wir müssen ja auch in der Quest weiterkommen. Dann heißt, wir müssen nochmal eben darüber laufen. Nützt ja alles nichts. Aber wir können schon mal den einen Stein aufheben. So. Dann haben wir zumindest schon mal den Stein für den Fischbär. Wenn man dann selber herstellen. Das ist jetzt natürlich eine Rechensache. Frage ist, was kostet so ein Leingarn und was kosten 20 Fisch, Fischfilet? Das weiß ich halt jetzt nicht.
Dann würde ich sagen, wir gucken mal eben. Dann könnte er. Ist auch die Frage. Ja, nee, nützt ja alles nichts. Noch können wir auch keine Fischspeere herstellen lassen, weil wir ja. Wie heißt es? Na. Keine Flachsfelder haben, so heißen sie. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Die werden natürlich erst alle kommen, wenn wir dann die Schweine demnächst haben. Und die Schweine, ja, sich dann auch irgendwann erstmal vermehrt haben. Und dann dementsprechend Schweinedünger hergestellt werden kann. So, jetzt hoffe ich. Ah ne, Quatsch, er hat ja nur die Tochter von denen. Die ist doch die Köchin hier, da müssen wir hin. So, Fischfilet, ah, sie hat nur 13. Kostet aber 6. Das heißt, wir müssen 120 für Fischfilet ausgeben. Oder... Ah ne, Leingarn wird ja hier bei ihr sein. Leingarn. Wo ist es denn? Wo ist es denn da? Leingarn 75. Wäre ein Leingarn schon mal günstiger. Wie viel Fischfilet bekämen wir denn? Wird's noch angezeigt? Kein Werk. Naja, Mist. Wird nicht mehr angezeigt. Fisch mehr. Also Haltbarkeit 3. Ja, ich glaube aber, der Fischbär wäre insgesamt günstiger. Dann sollten wir den Fischbär machen. Hier, das kam auch nicht sehr überzeugend. So, Leingarn. Komm, dann nehmen wir auch direkt 2 Leingarn mit. Dann stellen wir 2 Fischbeere her. Und dann, ja, Dünger nochmal eben mit neu. Dagobert, wir brauchen Dünger. Ich nehme mal Voice Hyper 4 mit, aber 3 müsste, glaube ich, richtig gewesen sein. So, müssen wir noch einen zweiten Stein aufheben unterwegs. Hier waren ja direkt Steine. Irgendwo da, ich sehe schon einen. Da haben wir auch einen zweiten Stein. Da ist eine Birke, dann schmeißen wir eben noch eine Birke hier um. Dann haben wir auch 2 Rundhölzer. Entschuldigung, Holzstämme. Ich habe schon wieder Rundhölzer gesagt. So, zapp. Her damit. 1, 2. Und dann, ja, können wir direkt in der Werkstatt, Schmiede. Schmiede waren wir so. Können wir die in der Schmiede direkt herstellen lassen. Dann können wir nochmal direkt schauen. In hier Management, wie viel Fisch die denn herstellt. Oder fängt. Ne? Erstmal fängt. Herstellen tut es denn ja nicht wirklich. Das muss man mir einmal zeigen, wie man Fischfilet herstellt. Bevor man gefangen hat. Naja, atme nochmal tief durch, Razimir. Alles gut. Du wirst es schaffen. So. Wo müssen wir hin? Da vorne. Das ist immer noch lustig, wie häufig ich nicht weiß, wo ich hin muss. Weil ich noch keinen Plan habe, wo was steht, gefühlt. So. Da. Dann stellen den direkt 2-mal her. Dann schmeißt man den direkt ins Lager, was hinter uns ist. Und dann können wir mal gucken im Management, wie viel Fisch die dann fängt. So, ne, den Dünger tun wir nicht da rein, aber die Federn können wir reintun. Die beiden Fischbeere. Und die Stöcke noch. So. Management, Fischerhütte. Ach, guck mal, ein Tag. Gut, der Tag ist jetzt fast. Ja, was heißt fast um? Was haben wir denn? Ja, zur Hälfte etwa um. Das heißt, nächsten Tag. Nächsten Ingame-Tag werden wir genug Fischfilet hoffentlich haben. Das sollte dann hinhauen, sehr cool. So, das haben wir gemacht. Genau, wir müssen eben den Dünger noch, den letzten, ausstreuen, säen. Ja, säen tun wir ja nicht. Ausstreuen gehen, ich nenn's mal so. Dann kann nämlich der Rest von dem Feld fertig gemacht werden. 5 war's.
So, Dünger. Zap. Zap. Drei. Ah, drei, okay. War doch eins dann zu viel. Dann tun wir das eine noch hier. So, fertig. Zap. Ist das auch erledigt? So, kühlt da jetzt mal jemand. Das Feld fertig machen. Ihr, ah, ich wollte sagen, ihr faulen Hunde. Der Ingolf, der macht es. Aber wir haben echt schon viele, die hier rumstehen, ne? In der Scheune. Aber es wird sich auch bald ändern. Wenn wir dann die nächsten Felder anbauen. So, ich hoffe jetzt, wenn er hier am Haken ist, am Pflügen ist, so rum, dass dann der nächste Küt und das hier fertig macht. Aber ich meine, wir haben ja, der Herbst hat erst gerade angefangen, auch genug Zeit dafür. Aber trotzdem mal kontrollieren, ne? Wir hatten es ja früher häufig genug gehabt, dass auf einmal nichts passiert ist auf den Feldern. Das war dann immer relativ scheiße gewesen. Dann musste ich noch abends im Offscreen, bevor Jahreswechsel war, noch ganz schnell die Felder machen. Manchmal hat das auch nicht mehr gereicht vom Zeitlichen. Okay, er scheint es alles selber zu machen. Die anderen haben keinen Bock, so wie es aussieht. Der Ingolf ist zu gebrauchen. Wir können unseren Säckchen mal wegmachen. Ja, Robben. Okay, dann macht er hier fertig. Sehr gut. Wir haben uns um den Fisch gekümmert für die Quest. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir jetzt nur noch nur noch Kohl und Karotten haben. Hier Roggen, wenn dann der Roggen da ist, haben wir Zeug für unser Tierfutter. Das ist sehr gut. Dann können wir die Hühner kaufen. Ja, so langsam wird es. So langsam wird es. Also, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dementsprechend, ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao.